Hallo, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute ein Sternzeichenlegung der besonderen Art für dich, und zwar für die Sternzeichen. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein und lasse für jeden Sternzeichen 3 Karten springen. Ja, willkommen zu dieser Legung. Wichtig ist, dass du dich natürlich öffnest, dass ich mich mit dir, mit deinem höheren Selbst auch verbinden kann. Also mein höheres Selbst mit deinem höheren Selbst verbinden kann und natürlich dir auch die Botschaften zukommen lassen kann. Wichtig ist dabei, dass du dein Sternzeichen anschaust, wenn du deinen Aszendenten kennst. Schau dir auch deinen Aszendenten an, natürlich auch der Mondzeichen oder der Venuszeichen empfehle ich dir auch anzuschauen. Wenn du das für jemand anderen schaust, wenn du auch den Aszendenten kennst, ist das doch wunderbar. Denn da kannst du wirklich wunderbare Botschaften oder wertvolle Hinweise auch für dich erhalten, wie wohl der Monat Juni für dich sein wird. Willkommen, heute willkommen, lieber Löwe, und stimme dich auf die Legung ein. Schließe deine Augen und schwinge dich in der Energie der Kristallschale hinein. Wunderbar. Wir bitten jetzt um 3 Karten für dich. Konzentriere dich. Wie wird dein Monat Juni sein? Wunderbar, es sind auch 3 Karten gefallen. Es geht um 8 Stäbe. Das ist eine unglaubliche schnelle Energie, eine unglaublich schnelle Entwicklung. Ich finde das wunderbar. Die Ereignisse werden sich überschlagen. Du bist auf der Überholspur. Du hast hier wirklich ganz viel Energie, ganz viel Entwicklung, ganz viel positive Dinge, die auch auf dich warten im Monat Juni. Und ja, das sind schon mal großartige Neuigkeiten, großartige Möglichkeiten. Lass uns anfangen. Die erste Karte zeigt sich der sechs Münzen. Die 6 Münzen symbolisiert wirklich das Geben und das Nehmen im Einklang zu bringen, in Gleichgewicht zu bringen. Vielleicht hast du bis jetzt wirklich zu viel gegeben, zu viel Mühe dir gemacht, sei es in der Arbeit, sei es jetzt in der Liebesbeziehung, dass du einfach viel zu viel investiert hast und dabei nichts rumgekommen ist oder zumindest nicht das, was du dir erhofft hattest, was du verdienst, was du dir erwünscht hattest. Und das ändert sich jetzt wirklich im Juni, denn du bekommst wirklich einen wohltuenden Ausgleich. Also es wird alles angeglichen, es wird alles so auf Reset-Knopf gedrückt. Und das Geben und Nehmen kommt wirklich im Gleichgewicht. Und das finde ich großartig. Und das zeigt doch wirklich, dass der Universum auch gut meint mit dir. Und also endlich mal, ja, also etwas Unterstützung auch für dich bereithält. Es zeigt sich hier, dass du auf jeden Fall unglaublich dadurch viel Energie bekommst und mehr deine Leidenschaft auch leben wirst. Also hier königliche Energie, königliche Hoheit. Ich sehe hier wirklich, dass du hier dich entfaltest und wirklich dich von deiner feurigen Seite auch zeigst. Also ich sehe hier auch wirklich, dass du bei allem, was du machst, mit Leidenschaft dabei bist. Also ich sehe das hier eine großartige Entwicklung, eine tolle Entwicklung. Königin der Stäbe,
ja, dass du einfach dein ganzes Leben in der Hand nimmst und bekommst auch wirklich so eine tolle Energie, einfach eine Feuerenergie, eine Leichtigkeit. Und dann entwickelt sich das auch so, wie du dir das auch wirklich erhofft hast. Und das schneller, als du denkst, weil du wirst auch merken, dass der Universum auch für dich da ist, dass du auch Rückenwind bekommst. Also wirklich kommt eine tolle Energie hoch. Und die neunte Münzen symbolisiert hier für mich die absolute Erfüllung, die absolute Fülle. Und es zeigt sich hier auch wirklich, dass du auch in dein Selbstwert gekommen bist und du wirst dich auch nicht mehr unter Preis verkaufen, sei es in der Arbeit, sei es in der Liebe. Du hast wirklich hier deine Münzen aufgereiht und du hast wirklich sehr viel an dir, an deinem Selbstwert auch gearbeitet. Du bist in der Fülle Bewusstsein gekommen, du erkennst deine Schönheit, dein Mut, du bist in deine Kraft, du hast hier eine wahnsinns erfolgreiche Energie auch. Und wenn du jetzt im Beruf vielleicht etwas planst, dann wird dir das also besonders gedeihen, besonders wachsen. Auch empfehle ich dir auch wirklich, dass du im Juni, auch wenn du neue Projekte auch planst, das ist eine optimale Zeit, ist etwas zu beginnen, dass du auch neue Dinge wagst, dass du vielleicht gleichzeitig mehrere Projekte auch machst, also auf mehrere Ebenen dich auch ausweitest, dass sich dann auch von mehreren Ebenen auch sich rauskristallisieren wird, dass drei Ebenen bilden ein Ganzes, vielleicht auch Körper, Geist und Seele auch betrachtest hier dabei. Das hat total eine tolle, tolle Entwicklung. Wenn du auf der Liebe schaust, ja, versuche auch wirklich aus drei verschiedenen Blickrichtungen auch die Situation anzusehen. Fokussiere dich darauf und schon siehst du, das Geben und Nehmen kommt im Gleichgewicht und schon entwickeln sich die Dinge rasant schnell. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr über deinen Kommentar. Ich freue mich auch sehr, wenn du das nächste Mal dabei bist, wieder einschaltest und natürlich für persönliche Legungen sowie für eine Persönlichkeitsentwicklung und Coaching stehe ich für dich sehr gerne zur Verfügung. Du findest den Zugang zu mir unter dem Video in der Infobox. Ich sage Dankeschön und bis ganz, ganz bald.